Einen wunderschönen guten Tag, damit recht herzlich willkommen hier zurück zu einer neuen Aufnahme vom Let's Play Train Sim World 2. Wir sind mal wieder auf Hamburg-Lübeck unterwegs, befinden uns heute allerdings ausschließlich im Großraum Hamburg, denn wir fahren eine kleine Runde mit der S-Bahn Hamburg. Das Ganze ist ein Szenario, schrecklich eine Aufgabe, die als Safe Game verbreitet wird. Die gibt es im Railsim Forum und da wurde natürlich entsprechend des verfügbaren Rollmaterials ein klein wenig Abstriche gemacht. Wir haben halt eben keine originalen S-Bahnen aus Hamburg, deswegen ist das hier die 423 aus München im Einsatz. Wir können allerdings trotzdem einen kleinen Dienst zwischen Hasselbrook Hauptbahnhof mit Fahrt in die Wende und wieder zurück machen. Das ist ganz cool und deswegen machen wir das heute auch mal. So, machen wir mal zu hier die Hütte. Setzen uns hier mal gemütlich rein. Ne, die Tür lassen wir zu, wollte eigentlich mich da hinsetzen. So. Machen wir erstmal, ne? So, da können wir nämlich schon mal links aufmachen. Das ist nämlich das Ding. So, wir brauchen natürlich ein bisschen Instrumentenbeleuchtung. Wir brauchen ein bisschen Licht vorne. Ja gut, fertig. Brauchen wir sich zwangsläufig Signallichter reichen. Wir stellen ja mal ganz kurz ein. Routeneingabe für den Zugverband. Ja, mal gucken, halt irgendwas. S1 Hauptbahnhof ist im Zweifel immer irgendwie, ne? Ja, guck mal. Das passt im Zweifel immer. Ach, so sind die Türen offen, wunderbar. So, dann brauchen wir das PZB SIFA. Das haben wir, glaube ich, erstmal alles, ne? Das ist ja quasi unser Schlüssel. Der Schlüssel ist drin, von daher hätte ich gesagt, so, ach so, nee, wenn man ist, welche Sicht ist das? Da. So, wunderbar. So, werte Fahrgäste, einmal zurückbleiben, bitte. Okay, wunderbar. So, dann machen wir einmal hier rein. Können wir das Fenster eigentlich irgendwie extra aufmachen? Ah, so. Wunderbar, dann einmal hier, zack, Kombihebel nach vorne. Und Abfahrt. So, sehr geehrte Fahrgäste, recht herzlich willkommen hier bei der S-Bahn Hamburg, unserer heutigen Fahrt nach Hamburg Hauptbahnhof. Eine schöne, angenehme Reise, unser nächster Halt in Kürze Landwehr. So, dürfen Sie nichts vergessen, aber ich denke mal, das sollte passen. Ja, was wir mal ganz kurz machen können nachher, ist natürlich mal auf die Karte gucken, damit ihr wisst, wo wir sind. Hasselbrook ist es allerdings auch, ne, ich sag mal, mehr oder weniger entlang der Hauptstrecke. Weil da auch teilweise die RB-Dienste halten, so wir dürfen. Jetzt schon 60, okay. So, wo man natürlich Abstriche machen muss, ist natürlich beim Rollmaterial. Die S-Bahn Hamburg wird ja normalerweise mit Stromschiene betrieben, wie wir da links sehen. Wir sind jetzt hier natürlich ein Oberleitungsfahrzeug, so eine Geschichte, da darf man natürlich nicht großartig drauf Wert legen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool, dass die S-Bahn-Stationen eben auch ein bisschen in Betrieb gegangen sind. Und dass man da zumindest eine kleine Fahrt im Großraum Hamburg dann eben machen kann. Jo, ist eine ganz nice Sache. So, sehr geehrte Fahrgäste, Landwehr, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, vorsichtig da reinbremsen. Wir wollen unsere Fahrgäste ja auch nicht irgendwie, ich sag mal, da verärgern oder so, ne? So, was sind wir denn für ein Zug? Kurz zu, wir haben ja zwei. Wir sind in der Doppeltraktion, ne? Das heißt, ich hätte uns jetzt mal hier als Vollzug interpretiert. Irgendwas zwischen Vollzug und Langzug. Ja, passt schon. So. Wunderbar. Und einmal auf damit. So, einsteigen bitte. Nee, ich gucke mal in die falsche Richtung. Das wollte ich machen. So. So, 7:03 ist hier Abfahrt. Habe ich da eine Uhr? Habt ihr keine Uhr? Mal nochmal in den Innenraum. Oh ja, ein bisschen Verspätung. Naja, gut. So, S1 Hauptbahnhof, zurückbleiben bitte. So, und zu ist das. Wunderbar. Dann geht's einmal weiter für uns. Ja, man braucht sich jedes Mal Ansagen machen, ne? Es ist ja bloß eine S-Bahn, ne? Da braucht man nicht allzu viel
Gedöns hier und so, da ist ja dann auch alles nicht wirklich notwendig. So, natürlich trotzdem mal beschleunigen. 70 dürfen wir ja, ist ja schon mal gut. So, guten Tag, Kollege. Übrigens, ne, der da links gerade residiert. Huch, hat er gerade den Dojo nachgeladen. Okay. So. Was ich auch schon gelesen habe, ist, man muss in dem Großraum, einfach zum Hauptbahnhof ein bisschen aufpassen auf die Signale. Da haben wir wieder das PZB-Problem, was eben ja auch, Dankeschön an der Stelle nochmal in den Kommentaren unter der letzten Folge ein bisschen erklärt habt. Da hatte ich da teilweise immer ein bisschen gefailt habe, ja, ne, was auch an den vertauschten Magneten irgendwie liegt, Gedöns, Stuff, whatever. Ja, da müssen wir uns heute auch ein bisschen drauf achten, weil wir ebenso Anfahrt auf den Hauptbahnhof machen und auch eben mit Rodensignalen in der Form zu kämpfen haben. So, Pferdefolge ist der nächste Halt. Berliner Tor, der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Nee, Ausstieg rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, da kann man auch nochmal kurz korrigieren hier. So, mal hier ran. Das erinnert mich tatsächlich, wir müssen vor bis vorne, oder was? Ja, aber da würde ich jetzt nicht halten. Wir haben gar kein Haar. Ja, dann halten wir so, dass wir drin sind. So. Wir stellen uns unser eigenes Haarschild. Ja, ist jetzt nicht ganz, aber passt schon. So, mal. Wo kommen wir jetzt nach rechts? Nee, das wollte ich haben. So. Ja, komm mal so schön. Wunderschön in der Kurve. Das ist schon eine nice Angelegenheit. So, Abfahrt wäre 7.05 Uhr und 30 Sekunden. Ja, wahrscheinlich ein bisschen später dran. So, zurückbleiben bitte. Und klapp. So. Können wir irgendwie wieder schnell zurück? So, Wunderbärchen. Und Abfahrt. So, ne, tut er ganz gut, sein Dienst hier bisher. Und dann für 23er. So, das ist nicht unser Signal, das ist für die linke Seite, oder? Ja, gut, dürfen wir eh nicht, ist auch rot, ne? So, hier, das passt. Wir schauen einfach mal ein bisschen. Damit die so alles da irgendwie halbwegs, Boss. Ich hoffe, dass ich jetzt hier nichts übersehe. So, das könnte auch noch ein Vorsignal sein fürs nächste. Eigentlich ist das ein Haupt. Ich mach einfach mal, ne? Komm. Ihr müsst jetzt darauf einstellen, dass ich lieber einmal mehr tröte als zu wenig. Vor allem dann an den 500 Hertz Magneten, die auch nochmal 1000 Hertz Magneten sind, wo ich dann nochmal drückeln muss. Ja, so, das ist doch aber alles nicht rot für uns, oder? So, hier ist nochmal ein. Das ist nicht rot für uns. Den sollten wir aber auch nochmal bestätigen. Nee, okay. Ach, schon wieder. Ich glaube, hier war das immer, dass man da irgendwie stehen bleibt. Das ist, ja, gut. So, machen wir gleich mal weiter hier. Macht uns da nicht viel aus. Zack, weiter im Text, ne? Ja, Pferdefahrgäste, ihr versteht das bestimmt, ne? Hier, ihr heutiger Fahrer, der hat das nicht ganz so gut im Griff. So, immer rausbefreit. Ich hoffe, dass das nicht immer runtergebremst werden, aber das sollte, glaube ich, passen. Oh, ein bisschen langsamer. So, liebe Fahrgäste, wir erreichen den Kürzhamburg Hauptbahnhof auf Gleis 3. Sie haben Anschluss an den Fern- und Regionalverkehr sowie zu weiteren S-Bahn-Linien. Der Ausstieg wahrscheinlich in Fahrtrichtung links. So, das würde ich jetzt auch nochmal drücken. Ja, genau. Einfach mal machen. So. So, nochmal bestätigen darf ich ja, ohne dass was tut, ne? Das heißt, ich würde jetzt einfach an jedem Magnet, an dem wir vorbeifahren, den würde ich jetzt als. Den würde ich jetzt als 1000-Hertz-Magnet interpretieren. So, da vorne zum Beispiel der Kollege. Ne, ist kein Magnet, das ist nur ein Weichenstellen. Upsi. Nein, ne, passt dann ja auch. Okay. So, Hamburg Hauptbahnhof. Gleis 3 ausstiegen, Fahrtrichtung links. So, das hier könnte noch was sein, ne? Ne, das war für die Gegenrichtung. Gut, genau, da vorne ist rot. Da müssen wir gleich auch noch schauen, wie wir damit umgehen. Wir fahren nämlich auf Gleis 4 wieder weiter. Das ist eine ganz interessante Angelegenheit jetzt. So, wie stehen wir denn drin? Okay, wir müssen tatsächlich recht gut durch. Dann halte ich mal wirklich direkt vor dem Roden hier. Freut auch dann die Fahrgäste wahrscheinlich, dass die hier nicht so, ne? So.
ein Bärchen. Komm. Bremse mal runter hier und links entriegeln. Guck mal. Oh. Schön, der Citywagen hier. Ha, ich finde die einfach schön. Ich mag die schon sehr gern. So. Dann einmal wieder aussteigen. Zurückbleiben, bitte. Machen wir zu in die Hütte. Dankeschön. So. Jetzt müssen wir schauen. Ich denke, da müssen wir mit Befehl rüber. Also, was ich jetzt, ich habe die Anleitung halt mal geguckt. So, genau, wir können jetzt hier nicht das Stellwerk kontaktieren. Das Signal wird rot bleiben. Was wir halt machen müssen, ist dann wahrscheinlich PZB-mäßig da mit Ding drüber. So, ich halte das gerade mal. Ja, genau, ich habe das gerade gesehen. Wunderbar. Das hat gut geklappt. Sonst wäre da, glaube ich, echt gezwangsbremst worden. Da wollen wir nochmal ganz langsam drüber fahren. Achso, ne? Krack, krack, ja, hier, Aufwärtsgeist 3. Ich hätte gerne aber gebändet. Krack, krack. Ah ja, passt. Okay. Ich habe da mal ganz kurz den Fahrdienstleiter angefunkt, ne? Das habe ich nicht vergessen. Nee, gut. Nee, was hatte ich ja gemacht, indem ich, ne, da gemacht habe. So habe ich ja getan. Von daher, alles in bester Ordnung. So, dann sind wir quasi im hinteren Bereich des Hauptbahnhofs. Beschleunigen ist jetzt auch nicht mehr so sinnvoll, ne? Ich bleib da mal eher im Bremsen-Modus, denn das sind jetzt eigentlich Bereiche, wo man als mit der normalen Fahrt eben nicht hinkommt. Ist eben jetzt nur was für diese, für dieses spezielle Szenario-Gedöns. Deswegen stehen wir jetzt ja auch einmal vor dem, ne, vor dem Dächle. Das ist was, was man sonst eigentlich natürlich nicht sieht. Ich nehme mal den... Naja, das ist gut, das ist gut. So. Ah, ausgesteckt. Genau, so wollte ich das haben. So, der sollte sich ja, der Rest sollte sich ja irgendwie halbwegs automatisch abrüsten, denke ich. Ja, müsste passen. So, das heißt, wir wollen einmal den Zug wechseln. So, schönen guten Tag, hallo. Warum sind ja schon Fahrgäste? Ich weiß es nicht. Er wird schon stimmen. So, wir müssen nämlich auf die andere Seite, um dann eben auf Gleis 4 einzufahren. Hätten jetzt für das Wendemanöver... Kurz gucken, 3 Minuten Zeit. Ja, wird wahrscheinlich nicht reichen. So, ich darf da, ne? Stromschiene. Ne, hier in der Mitte. Ach doch, da. Hier ist besser. Weil da komme ich nicht raus. Ja gut, dann muss ich dann wohl... Ja, ist abgeschaltet, ne? Da passt schon. So, dann kraxeln wir mal hier rein. Hier müssen wir uns jetzt, hier können wir jetzt nicht durchlaufen. Hier lesen, weil, ne, ab hier irgendwo ist so eine... Ne, da genau, ab hier ist diese komische Wand, weil man hier eigentlich nicht sein darf. Deswegen müssten wir uns jetzt hier einmal reinsetzen. Und dann, ne, so an die andere Seite. Zack, und dann können wir hier nochmal den Schlüssel rein. Ne, habe ich jetzt ausgeschaltet. LZB, ne, den Trennschalter gerne aus. Und die SIFA gerne in Betrieb. So. Spitzsignale passen nicht. So. Sind die denn auf Rücklichter? Buffer-Planleuchte. Spitzensignale. Signallichter. So hätte ich das gerne. Wunderbar. Dann. Ja, was anderes schildern brauchen wir jetzt auch nicht mehr, oder? Ich glaube, wir haben jetzt auch nichts Gescheites. Routeneingabe, Zugverband. Sind halt nicht die Ziele für hier, ne? Da kannst du halt nichts machen. S3 zum Hauptbahnhof. Ja, ich stehe bei München drauf, ne? Das ist jetzt einfach eine... Was ist das denn notfalls? Leerfahrt zum Betriebswerk. Ah, das haben wir auch noch. Ja, komm, dann lassen wir mal die S1 Hauptbahnhof. Das ist schon in Ordnung. Also übernehmen. Ja, im Zweifel ist es immer eine S1 zum Hauptbahnhof. So, und Abfahrt. Achso, ich habe hier das Fenster nicht offen, ne? So. Dann wollen wir mal kurz die Leute reinlassen. Haben natürlich ein bisschen Verspätung gesammelt, weil ich irgendwie nicht ganz so schnell bin, wie das Szenario das gerne hätte. Aber hey. So, dafür sehen wir jetzt hier nochmal von der Seite aus die Einfahrt in den Hamburger Hauptbahnhof. So, ich kann mir ein bisschen, den muss ich nicht, ne? Ne, genau, da war ja nichts. So. Ja, ist schon eine schöne auf den S-Bahn-Gleisen da, ne? Zu sein, das ist schon ganz cool.
So. Ja, gut, nach vorne durchziehen ist vermutlich die smarteste Sache. Hinten sind wir, aber ja, wären wir schon drin. Das hat Haar, ne? Ich halte mal da. Ne? Das ist, dafür ist es ja gedacht. So, Wunderbärchen. Dann machen wir mal auf hier. Die Leute sind wahrscheinlich leicht verwirrt, weil wir da, ne? Hauptbahnhof dran stehen haben, aber da passt schon. So, machen wir einmal nach links rausgucken. So, S1 nach Hasselbrook einsteigen, bitte. Und zurückbleiben, bitte. Wunderbar, haben wir alles. Dann machen wir da einmal durch. Und Abfahrt. Ja, Abfahrt wäre jetzt 7.11 Uhr gewesen. Das heißt, wir haben schon gut 5 Minuten auf der Uhr. Das könnte fast schon der nächste sein. So, ich glaube hier, aber dadurch, dass wir rangierfrei hatten, müsste es eigentlich, ja genau. So, der hätte es eigentlich so gepasst. Wunderbärchen. Dann heißen natürlich alle zugestiegen, Fahrgäste recht herzukommen, ja. An Bord der Spadamburg auf unserer heutigen Reise nach Hasselbrook. Ja, angenehme Fahrt. Unser nächster Halt in wenigen Minuten Berliner Tor. Wir dürfen sogar 60, das ist schön. So. Ist das... Okay, das irritiert mich, weil das ist eine... Kann man sagen, das ist nämlich kein Vorsignal, deswegen, dass das drunter war. Hm. Das sieht dann immer so gelb aus. Ich meine, ja, mit gelbem Vorsignal. Nee, nee, ist nicht. So. So, jetzt geht's im Prinzip, ne, auf der Gegenstrecke zurück. Aber ich wollte auf jeden Fall auch nochmal das Wenden zeigen. Das war ganz cool. Und da die Strecke auch im Allgemeinen nicht allzu lang ist, ist es, glaube ich, eine ganz coole Sache. So. Schon auf unsere 60. Ne, wenn wir die schon dürfen, dann wollen wir die auch ausfahren hier. Wunderbärchen. So, Achtung 40, aber ich muss das... Nee, okay. Den muss man nicht piepsen. So, nächster halt Berliner Tor, der Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, ist natürlich eine Rechtskurve, da muss man jetzt nachher gucken, wie da die Türen und sowas. Das ist auf der anderen Seite cooler, da konntest du einfach echt den Kopf rausstrecken, hast alles gesehen. So... Uiuiui. Könntest du bitte ein bisschen besser bremsen? Ah, ne, guck mal, da passt ja easy. Genauso war das geplant, ne? So. Und einmal Köpken raus. Ja, so wie es halt passt, ne? Besser geht das halt nicht. So. Und zurückbleiben wir dann. So, wir können nochmal weiter hier. Ein bisschen auf Geschwindigkeit, das ist auch nicht schlecht. Was heißt Geschwindigkeit? Da vorne sind ja 40. Waren ja angekündigt irgendwie, ne? So. Gehen wir mal voll hier drauf. Wunderbar. Was haben wir hier denn da Schönes? 60, aber Vorsignal ist grün. Das heißt, ich muss auch nichts drücken. Das ist ganz gut. So, das ist jetzt quasi einmal die Ausfahrt aus dem Bereich. Können wir das rechts nehmen? Uns dürfte denn echt tatsächlich die Hauptstrecke sein. Wir können dann mal gucken. Ja, genau. Wir fahren jetzt einfach parallel zur Hauptstrecke und zweigen dann da an der Stelle. Ne, hier, das ist dann unser letzter Halt. Da wäre dann Ende. So, 70. Ja, 70 waren hier, ne? Sagte er und fuhr irgendwann über 70. Ja, da passt schon. So, der Kollege steht da immer noch. Guten Tag nochmal an der Stelle, dankeschön. Hallo, hallo, guten Tag. Sitzt dann von der Wagenkonfiguration eher der RB. Naja. So, Bling Boing. Nächster Halt, Landwehr. Der Ausstieg in Fahrtrichtung links. Ja, aber kann sein, das hätte aber nicht gepasst, ne? Mit den Haaren, wenn wir schon hier halten. Vollzug, ja. Einwandfrei. Das ist unsere Länge, die wir haben. So, links sind die Riegeln. Schauen wir mal rein hier. Was? Gasthäuser? Ja, wird schon passen. Finanzielle Dienstleistung. Die Werbung war ja auch schon mal irgendwie... spektakulärer. So, zu damit.
Wir können los. Achso, Mist, es ist mein quasi zweieinhalbtes Display ausgegangen, auf dem ich den Fahrplan hatte. Ja, wo ich übersehen konnte, was wie wo wir noch halten. Da mir natürlich sagen kann, so, sehr gefragt ist natürlich nochmal herzlich willkommen als zuständige Fahrgäste hier in Landhör. Unser nächster Halt in Minuten Hasselbrook. Bitte beachten Sie, unsere heutige Fahrt endet dort. Wir bitten alle Fahrgäste auszusteigen. Es besteht Übergang zum Regionalverkehr in Richtung Robert Oldesloe zum Beispiel. Ja. So was in der Art. So, wir dürfen ja 70, aber auch nicht arg viel schneller. So, 7:18. Okay, aber ein bisschen was haben wir wieder aufgeholt. Also ganz 5 Minuten sind es dann, denke ich mal, nicht mehr. Aber, ja, das war halt, ich denke mal, zum Aufrüsten erstmal einsteigen am Anfang. Da habe ich halt einfach schon die Zeit liegen lassen. Das war irgendwie, ja, doch, ich sag, oh, ist das schon hier? Ups, wusste ich natürlich. Habe ich natürlich gemerkt. So, sehr gefragt ist der Hasselbrook. Ausstieg in Fahrrichtung links. Diese Fahrt endet hier. Bitte alle aussteigen. So, das habe ich auch wieder ganz vor. Genau, und da reicht es dann eben. Gleis 6 und 7 für den übrigen Regionalverkehr, der hier dann nicht durchfährt, ne? Ich habe auch tatsächlich gesehen, was ich anfangs nicht wusste. Es gibt auch Fahrplanfahrten für den RB. Der hat dann auch entsprechend tatsächlich die Wagenformation anders. Das heißt, den kann man tatsächlich auch fahren, weil ich war erstmal auf der Suche, ob es dafür auch ein Custom-Szenario gibt. Aber das kann man tatsächlich einfach mit den originalen, einfach mit den originalen Dingern so fahren. So, das ist es gewesen. Da sind wir losgefahren. Ich steig mal hoch. Ich eine Meta-Person jetzt. Wer ist das dann? Bin ich das? Scheinbar bin ich das. Okay. Genau, ja, Strengenstörung, du. Ja, normalerweise wird das jetzt scheinbar hier nach links hoch weitergehen. Da geht es allerdings nicht weiter. Hier unten ist dann nur der Güterbahnhof. Das heißt, das war das kleine Stück S-Bahn, was man fahren konnte. Es ist trotzdem nur gute 20 Minuten geworden. Das heißt, wer das fahren möchte, ich habe das auch mal in die Videobeschreibung gepackt, hat selbst so ein Trainsim World 2 Noob wie ich irgendwie hinbekommen. Dazu installieren. Und ja, ich stelle mich jetzt da oben irgendwie mal ans. Das finde ich halt immer cool. Als ob ich jetzt nicht hoch kann. Warte mal, ich kann doch. Man kann sagen, es ist immer ganz cool, dass man überall lang laufen kann. Okay, ich komme da nicht weiter. Schade, sonst wäre ich jetzt da oben zum Regionalverkehr gegangen. Aber hey. So, dann sage ich trotzdem mal vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank fürs Dabeisein. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.